Herzlich willkommen zurück zum Fate of Say Revisited Deathblock. Jetzt ohne das große Vorgelaber stürzen wir uns gleich sozusagen in die Action. Oder besser gesagt in die Kanalisation. Das ist ein komplett neuer Abschnitt, den es so in keiner Form in dem originalen Fate of Say gab. Wie kommt es dazu? Nachdem man den nackten Gott besiegt hat, verlässt ja auch Blair das Team. Die Szene muss ich jetzt auch nicht wirklich zeigen. Das ist ja, das bleibt so drin. Treffen die sich halt hier. Dann gibt es noch ein kurzes Gespräch zwischen Say und Blair, nachdem Sam B sagt, yo, ich weiß jetzt einen Plan. Sie verabschieden sich. Und das einzig Interessante dabei ist vielleicht sogar, dass Blair einen Namen droppt. Und zwar von einem Dorf, in dem sie groß geworden ist. Oder das Dorf, in dem sie groß geworden ist. Lamia. Lamia ist, glaube ich, lateinisch. Moment. Ja, Lamia ist Latein für Hexe. Ich wusste doch, irgend so was Stumpfes habe ich da genommen. Und das wurde ja zerstört, das habe ich im letzten Part erklärt von ihrer Schwester. Das will sie mit dem Geld wieder aufbauen. Ich habe den Punkt jetzt wirklich übernommen. Ich habe gedacht, es kam auch so ein bisschen dadurch, dass ich den Devlog gemacht habe und sozusagen diese Idee nochmal wirklich auch laut ausgesprochen habe, dass das wirklich aktiv reinkam. Und sie droppt diesen Namen. Lamia, hier oben irgendwo. Genau. Und Say ist dann so, was, Lamia? Oh Gott, kriegt Vietnam-Flashbacks. So ganz kurz nur, ganz flüchtig. Ich wollte da nicht zu sehr drauf eingehen, sondern nur so eine kleine Saat, einen Gedanken säen, sozusagen, der später erst aufblühen wird, wenn man in die B-Route geht. Denn Lamia ist tatsächlich das Dorf, was am Fuße von Snake Mountain liegt, beziehungsweise da in der Region von Snake Mountain und wo auch das Isaac-Kapitel dann spielen wird, wenn man in Route B Isaac spielt. Genau, das passiert dann hier, dann geht man halt in die, in das Gasthaus von Regenheim, macht nochmal einen letzten Schlachtplan mit Sam B, dabei läuft im Hintergrund ein Piano-Cover von Birth by Sleep's Song Terror, weil ich das gefunden habe und ich fand das ganz nice und irgendwie passend stimmungsmäßig hier. Und ursprünglich im originalen Fate of Say ist ja so, dass Günther, Sam B und Spider-Man, der dann wieder abhaut, Spider-Man könnt ihr ruhig ignorieren, das war nur wirklich aus Randomness da, die stürmen dann halt nach dem Finalkampf in die Arena, sprengen da den Boden auf und dann geht's runter in das Untergrundareal. Eigentlich wollte ich das ja in Revisited so wirklich aufbauen, dass man nach und nach sich so ein bisschen an Mephisto herantastet, so auch informationsmäßig. Ich wollte eigentlich einen Informanten-NPC einbauen, der dann zu Nyala Totep wurde. Und auch dieses ganze, diese ganze Szenerie, wo Say so sieht, okay, das ist gut bewacht, da müssen wir vorbereitet da rein, war eigentlich auch so diese Puzzleteile, die ich dann aufgebaut habe. Aber irgendwo fand ich es dann doch den Gedanken ganz cool, wenn sie nicht von vornherein stürmen, sondern jetzt sozusagen auch, also man kommt auch nicht mehr in die Arena nach dem Finalkampf, nachdem man da einmal raus ist, nachdem der nackte Gott einem den Hut gegeben hat, kommt man da nicht mehr rein. Und Barbatus, beziehungsweise Mephisto ist ja viel mit dieser Sache beschäftigt, die am Abend stattfinden wird. Und das ist auch so eine Drohung, die schwebt über der Gruppe. Was am Abend natürlich passieren wird, da komme ich im Finale dann zu, hat ja was mit dem Bartbuch und Mephistos Plan zu tun. Aber irgendwie fand ich es dann ganz cool, nochmal so eine kleine, so einen kleinen Vorabschnitt vor dem letzten Dungeon einzubauen. Und da komme ich gleich zu, warum ich das mache. Und zwar die Kanalisation. Die schlägt Sam B vor. Und dann kommt Sam B wieder zurück ins Team. Rapper Sam B ist in dein Team zurückgekehrt. Und dann wird er zum Gangster-Rapper und kriegt 10 Level dazu. Das bedeutet, wenn man ihn mal am Anfang des Spiels vernünftig gelevelt hat, dann kriegt man jetzt halt natürlich einen Boni. Dann hat er da auf einmal die des Gangsters Paradies, natürlich eine Anspielung auf Gangsters Paradise, und Badass Base Cap mit einer selbstgekritzelten Fuck Them Haters obendrauf. Das brauche ich jetzt auch nicht zeigen. Einfach nur 2 Items, um nochmal so ein bisschen zu zeigen, okay, Sam B hat auch ein bisschen was gemacht, aber nicht zu viel. Der hat sich halt nur eine Knarre besorgt und sagt jetzt Fuck Them Haters und dann war's das. Also Sam B soll halt, ja, ist halt auch ein bisschen der Comic Comedic Relief
Character in Fate of Say, könnte man sagen. Wobei das Spiel sich ja auch nicht zu ernst nimmt. Das wollte ich ja auch nie. Und jetzt gerade, nachdem ich auch kurz mal wieder in so einen alten Part reingeguckt habe von dem Let's Play von Cooler 381, ist so ein bisschen Randomness auch tatsächlich zurückgekehrt in den Part, den ich heute gemacht habe. Komme ich auch noch später zu. Aber jetzt kommen wir zur Kanalisation. Und zwar kann ich euch mal zeigen, hier beim Marktplatz unten, hier war ja eigentlich alles Wasser. Das ist jetzt ebenfalls zu einem gespiegelten Areal geworden von dem hier. Ja, man könnte ja noch ein paar hier hinsetzen, oder? So und so. Und vielleicht hier noch. Und davor steht eine Wache und die sagt einem eigentlich, ja, hier Zutritt verboten. Und wenn man dann durch will, wenn man Zambi sagt, komm, wir gehen in die Kanalisation, Kanal, wir kommen, heißt der Switch, schießt Zambi den einfach weg und man kann rein. Und hier gibt es noch eine Warnung von Zambi, jo, bevor wir da reinsteppen, sollten wir nochmal ordentlich einkaufen. Wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Das hat eigentlich nur einen Grund. Und der eine Grund ist Onkel Iroh. Denn wenn man weder... Oh, den Greed muss ich noch weghauen. Der hat mich in den Escape Room teleportiert, zu dem ich später komme. lieber jetzt gleich mal gemacht. Und zwar, wenn man weder Günther noch Necrona ins Team holt, dann kommt am Anfang des der Kanalisation, kommt Onkel Iroh hier runter gesteppt und sucht nach Say und sagt dann, yo, Say, Sambi hat mir alles erzählt, komm, ich mach jetzt mit, ich kann dich das nicht alleine machen lassen. Und damit hat man Route A angefangen, denn die Routen sind ja an die Person geknüpft. Route A, Onkel Iroh, Route B, Günther, Route C, Necrona. Und also beziehungsweise Route C, muss man ja auch noch Dr. Wrumpf für machen, aber ich werde das so machen, dass man durch die letzte Quest von Dr. Wrumpf ein Item bekommt, was man braucht, damit Necrona einem joint, zum Beispiel Necronomicon oder so ein Mist, damit das wirklich nicht separat passieren kann, dass man Necrona im Team hat und dann hat man aber nicht die anderen Anforderungen für Route C erfüllt und so ein Mist. Das ist mir dann auch alles zu kompliziert. Das mit den Routen ist gerade eh schon ganz schön wild. Und die Routen sind auch der Grund, auch so ein bisschen, warum die Kanalisation hier drin ist. Ist kein großes Gebiet, wenn man nur das Mindeste macht. Ich will dann hier, dass man hier noch durch kann und sozusagen hier noch einen gesamten anderen Abschnitt hat, falls man noch ein bisschen mehr aus dem Dungeon herausholen möchte. Aber wenn man wirklich, sage ich mal, mehrere Runs macht, muss man auch durch die Kanalisation immer wieder durch. Denn der Punkt, wo es sich dann unterscheidet, ist hier, wo dann der Isaac-Bossfight kommt. Wo Isaac dann revealed, okay, ich habe die ganze Zeit mit Mephisto zusammengearbeitet. Und dann kommt der Boss, den ich noch nicht designt habe. Ich habe auch gerade mein Grafiktablet nicht hier. Das habe ich jemandem ausgeliehen, weil es für Klausuren brauchte. Und deswegen hat Isaac aktuell noch die Grafik von Trash. Die zeichne ich dann auch natürlich. Den ganzen Kampf habe ich auch noch nicht designt. Und das Besondere an dem Fight ist natürlich, dass es auch ein reiner Story-Fight und eigentlich, ich dachte die ganze Zeit, okay, der nackte Boss ist der letzte Boss, bevor es sich in die Routen aufteilt. Nee, Jokes on me, es ist Isaac. Denn bei Isaac entscheidet sich nämlich, ob man die B-Route nimmt oder nicht. Indem man nämlich die Bedingung hat, wenn Günther in der Party ist, dann hält er Say davon ab, Isaac zu töten. Und damit kann Isaac entkommen und Say und Günther wollen Isaac folgen. Und dadurch kommt man in die B-Route. Hat man Günther nicht im Team, tötet man Isaac und dann war's das. Dann ist Isaac tot, dann liegt er hier, Say hat ein bisschen Gewissensbisse und dann war's das. Die Kanalisation an sich ist auch nichts Besonderes. Auch die Gegner hier, habe mir jetzt nicht so krass viel Mühe gegeben, muss ich auch zugeben. Ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht habe, ist, dass ich dem bahnenden Bursche eine Sonnenbrille aufgesetzt habe. Eigentlich wollte ich dem noch so ein Handtuch umlegen und so eine Badehose, aber ich hatte ja, wie gesagt, mein Grafiktablet nicht hier. Vielleicht mache ich das noch. Und die Bilder, die ich bei einer Bildersuche gefunden habe, die waren alle nicht ganz passend. Das war eine ganz schön trashige Photoshop-Session, so nach dem Motto. Fledakarl, der Gegner ist eine Anspielung auf ein Easter Egg im Original Fate of Say. Wenn man da im finalen Dungeon durch einen Riss geht, dann ist da eine Disco, wo dann Fledakarl die ganze Zeit da abgeht zu Castlevania-Mucke. Wilder Planscher ist halt einfach zum ich glaube, giftigen Planscher oder so aus dem allerersten Dungeon hier. Der verseuchte Planscher, genau hier. Das wollte ich so ein bisschen als Throwback machen.
dass sozusagen dieser Gegnertyp nochmal so ein bisschen vorkommt. Ja, Badener Bursche, Flederkarl und Fauliger Geselle, ja, sind halt alles nicht besondere Gegner. Ich wollte nur so ein bisschen so ein Feeling davon machen, dass das so eine Kanalisation ist, wo Monster angelockt werden von der Macht des Bartbuches. Weil das, das wird ja auch noch relevant. Dafür haben wir hier Mortimer und Lance. Das sind zwei Dudes, die nämlich von Barbatos beauftragt wurden, hier die Monster zu töten. Weswegen auch nicht so ganz krass viele Monster, sag ich mal, in dem Dungeon sind. Das ist alles so. Eigentlich ist das alles auch nur so ein bisschen Story. Denn ja, die beiden, die bekämpft man dann auch. Das ist auch ganz normal. Ist dann ein ganz normales Kampflied halt einfach. Also es ist ein normaler Kampf, es ist kein Bossfight, maximal Miniboss, aber als das sehe ich es auch nicht mal. Lance hat ganz hohe Power-Defensive und Mortimer hat ganz hohe Magie-Defensive und da muss man halt so ein bisschen taktieren, aber es ist nicht wirklich schwer. So, die räumen halt so auf und die droppen halt, dass sie von Barbatos beauftragt wurden und dann sagt Simbi, yo, die arbeiten für Mephisto, lass mich die mal umhauen und dann haut man die halt um. Aber ja, das ist einfach auch nur nochmal so, um ein bisschen Kontext in die ganze Geschichte reinzubringen. Und ich wollte halt, dass die Routen sich nicht erst in Mephistos Asylum, also im letzten Dungeon, dann aufteilen, sondern ich wollte, dass es davor passiert, dass sozusagen Route A hat als letzten Dungeon Mephistos Asylum, Route B hat als letzten Dungeon Snake Mountain und Route C hat als letzten Dungeon dann den Uhrenturm. So, dass wirklich... Ich hatte die ganze Zeit das Problem, dass wenn Route C Route A extendet, dann verliert Route A so viel Mehrwert. So, und das bedeutet, Route C wird sich nach diesem Ganzen hier, nach der Kanalisation, auch anders ausspielen und man wird gar nicht in der Form durch Mephistos Asylum durchlaufen, wie man es in Route A macht. Und deswegen habe ich diese Kanalisation auch eingebaut, eben als um diesen Puffer zu haben. Jo, da sind drei witzige Items drin. Die ich nochmal so als Joke gemacht habe. Die sind hier. Der Herrenschal des Weingenießers, er gehörte einem gewissen William Lloyd Brown, der voller Leidenschaft Wein trank. Notizbuch des Weinkritikers, also es hält die Kritik zu Red Temptation, von Jonathan McHensley und die Kaffeetasse des Weingourmets. Auf der Unterseite steht Propriété du François Sauvage. Alles drei Items, die eine Anspielung sind auf einen Werbespot, den wir mal im Englischunterricht in der Sek 2 gedreht haben. Das sind einfach die drei Charaktere so davon. Ist einfach ein großes Meme bei uns, was wir immer wieder referenzieren. Deswegen ist das drin. Hier übrigens nochmal Baddest Basecap. Wird selbst gekritzt im Faktum Haters. Aber ja, das hat nicht so viel große Bedeutung. Es ist nur nochmal so ein kleines Easter Egg, um nochmal zu zeigen, dass eigentlich Fate of Sayer ein Game auch ist eigentlich für meinen Freundeskreis und ja, auch sehr persönliches Spiel. Deswegen ist das nochmal reingekommen. Das sind so die letzten drei Items hier in dem Abschnitt. Ich fand das nochmal ganz witzig. So, und wie gesagt, Isaac-Bosskampf mache ich noch und die ganzen Routen, da komme ich dann später zu. Was ich jetzt eigentlich noch gemacht habe, weil ich bin heute früh mal aufgewacht und hatte endlich mal wieder Ideen. Ich hatte mal wieder Motivation. Denn worunter gerade Revisited sehr leidet, und das liegt auch gerade daran, dass ich ab dem Punkt, wo ich mir sowieso gedacht habe, okay, ich mache ein True Ending und ein normales Ende, so war es ja ursprünglich. Ursprünglich wollte ich ja, dass du das normale FOS Ende hast, und wenn du Bedingungen erfüllst, geht es halt über dieses normale Ende hinaus ins True Ending. Aber dann habe ich ja irgendwann gesagt, als ich Nier gezockt habe, okay, komm, let's go, machen wir drei Routen. Und ich habe jetzt auch so nach und nach an dem Projekt gemerkt, dass mir einfach, also, ja, man muss einfach ehrlich sagen, einfach zu viel wurde, so. Weil ich wäre jetzt, theoretisch hätte ich ja nur eine Route, wäre ich eigentlich fast am Ende. Dann wäre nicht mehr viel. Und trotzdem will ich ja noch coole Nebenquests machen, die ein bisschen Qualität haben. Und ich habe ja so ein bisschen die Monster Hunter Quest genutzt, die Mantis Hunter Quest genutzt, um so ein paar andere Ideen und andere vielleicht auch Gameplay-Elemente reinzubringen. Da haben wir ja nämlich einmal diesen Rätselraum, der hat auch nicht bis ins kleinste Detail und übelst krass ausgearbeitet ist, aber es ist einfach mal so eine Idee, die ich einfach nochmal reinbringen wollte in das Game und einfach mal ein bisschen Abwechslung mit diesem Schieberätsel. Und dann habe ich ja hier den Escape Room in der Küche. Und wie ihr seht, sieht der Raum auch schon anders aus als damals, als ich ihn vorher gezeigt habe.
Er ist auch nicht so besonders, muss man sagen. Aber es ist eine Kleinigkeit und ich denke, die kleine Idee, ja, ich finde sie ganz cool. Besonders, die Tür schließt sie ja dann ab, nachdem man den Geisterkoch ja angesprochen hat. Und dann kommt, ja, eine Zero-Escape-Anspielung. Es kommt aus dem zweiten Teil der Zero-Escape-Trilogie, also Virtue's Last Reward, würde ich sagen. Hieß der. Kommt dann der Sound. Der Originale, weil immer wenn man bei Zero Escape ein Level startet, kommt dann so ein Seek a Way Out. Und das habe ich halt auf Deutsch übersetzt, so finde einen Weg hinaus, beziehungsweise dann du hast ihn gefunden, weil am Ende eines Levels steht immer You Found It. Und die beiden Sounds davon habe ich auch original einfach reingepackt. Und um das ein bisschen aufgeräumter zu haben, ist das Menü disabled, was man hat. Und ich habe alles über Switches geregelt. Man bekommt keine Items in diesem Raum, sondern man bekommt Switches, man sammelt Switches sozusagen. Und mit denen ja, kann man dann sozusagen sein Inventar überprüfen, wenn man halt auf die Menütaste drückt, also Escape, oder halt, wenn man Numblock anhat, auf die Null-Taste. Dann sieht man sozusagen über Textboxen sein Inventar. Es ist natürlich ein bisschen umständlicher als so ein anderes Menü, aber es ist da wenigstens. Also ich kann ja nicht einfach das gesamte Menü, was der Spieler hat, einfach leer machen und dann sagen, yo, da sammelst du jetzt nur noch die Items aus dem Raum, die relevant sind, und dann wieder alle reinpacken. Ich dachte, so kriegt man das ein bisschen besser geregelt. Was man letzten Endes tun muss in diesem Raum, man sammelt einmal Kartoffeln, Knoblauch, Kohl und eine Gewürzsache, die zusammen, wenn man die dann schneidet, da sind Zettel drin. Beziehungsweise auf der Gewürzsoße, die heißt Wilde Würze 64, ist auch eine Zahl. Der Koch sagt, Kartoffeln, Knoblauch, Kohl, Schirn, Würzen bedeutet Kartoffeln. Die Zahl, die man davon bekommt, ist die erste. Knoblauch ist dann reihenfolgenmäßig die zweite, Kohl die dritte, Würze die vierte. Damit kommt man auf den Code 253764. Und mit diesem Code öffnet sich dann der Schrank und da kriegt man dann ein Schlüsselteil. Und man braucht einen zweiten Schlüsselteil, den kriegt man, indem man hier unten den Geistern ihr entsprechendes Getränk serviert. Hier ist ein Geist mit einer grünen Landschaft, Graslandschaft im Hintergrund. Hier ist ein Geist mit einer Weltkarte, die schon mittlerweile ganz braun geworden ist im Hintergrund. Und hier ist ein Geist, der ein Porträt mit rotem Hintergrund hat. Bedeutet, dem gibt man den Rotwein, den man hier findet. Dem gibt man den grünen Tee, den man hier findet. Und für den muss man erst sozusagen die Axt hier runternehmen. Dann hier auf das Gefäß hauen, da ist Milch drin, da muss man die Tasse hier runternehmen, Milch in die Tasse füllen und dann hier noch Kakaopulver holen, das reinpacken, den Kakao mischen und ihm hinstellen. Dann kriegt man von den Geistern Schlüsselteil. Wenn man beide hat, setzt Sadie zusammen und dann war's das. Jo, dann würde ich sagen, erkläre ich einfach noch die Anspielung in dem Raum. Einmal hier der Kohl, ist eine Pennymarkt-Anspielung, wie auch die Kapitänsmütze. Ich nehme mir den einfach billiger, kriegt man den nirgendwo, da kann man nicht meckern. Das sagt so ein, so ein Typ in der Doku, der halt haufenweise Kohl kauft, weil es einfach super billig ist. Hier gibt's grünen Tee, redet safe von Onkel Iroh, und wenn Onkel Iroh wirklich im Team sein sollte, was ja passieren kann, wenn man die Quest wirklich, also wenn man sozusagen in die Kanalisation geht, Onkel Iroh ins Team bekommt und wieder aus der Kanalisation rausgeht, wäre Onkel Iroh ja im Team. Und dann sagt nur Onkel Iroh, mein Tee ist von höherer Qualität. Ja, hier. Das ist halt so. Als ich diesen ganzen Raum gemacht habe, habe ich einfach mal wieder auch so ein paar random Sachen reingehauen, wo Sei dann langsam sich auch selber hinterfragt. Auch so ein bisschen an Zero Escape angelehnt, weil die Hauptcharaktere in den Teilen, die sozusagen die Escape Rooms machen, immer irgendwelchen Scheiß labern. Hier zum Beispiel im Rotwein sagt dann CEO, vielleicht gönne ich mir einen Schluck, bin aber am Arbeiten, weil, ne, theoretisch ist ja Arbeit, weil er einen Auftrag hat. Achso, hier den Kartoffelsack, um in die Kartoffeln zu kommen, muss man hier noch die Messer runternehmen, den aufschneiden, das war auch noch so eine kleine Sache. Hier genau, dein Knoblauch, zum Glück ist Herimots nicht hier, sonst wäre ein schlechter Vampirwitz gekommen. Eben wegen Knoblauch und Vampir, ne, man kennt es. Ja, Gewürze, ich glaube, hier ist nichts weiter. Ach genau, und dann, ich glaube, die größte Anspielung ist dann nämlich hier. Da steht geschont eine einsame Tasse mit einer traurigen Katze obendrauf. Die traurige Katze habe ich dann einfach nur aus Joke raufgehauen. Denn, also die ist wirklich aus dem Grund drauf, dass in Zero Escape 2, also Virtue's Last Reward,
da der Hauptcharakter Sigma immer den Zwang hat, wenn sozusagen eine Katze vorkommt oder von Katzen gesprochen wird oder so, dass er einen schlechten Wortwitz mit Katzen machen muss. Also im Japanischen ist es, dass er immer ein Ja sagen muss, also das japanische Wort für Miau. Aber im Englischen haben sie es dann so gehandhabt, dass er irgendwie Katzenjokes macht. Und daran ist das eine Anspielung. Und deswegen sagt Sei auch, wieso überkomme ich dieses komische Gefühl, ich müsse einen Wortwitz machen. Liegt es am Geist des Herimoto, so etwa an einem anderen Escape Room Protagonisten? Der Escape Room Protagonist ist eben dann Sigma aus Zero Escape. Der Geist des Herimots ist eine Anspielung an dem Fate of Say Let's Play von Cooler 381. Ich glaube Part 11 oder so war das, als er Herrn Lumbra umgelegt hat. Hat nämlich Herimots was gesagt, obwohl er gar nicht mehr im Team war. Und das lag daran, dass ich den Bossfight so früh gemacht habe, dass ich ganz vergessen habe, dass ich da Herimots eine Line gegeben habe. Ich hatte da mittlerweile vergessen, dass eben Herimots da gar nicht mehr im Team ist. Also das hatte ich damals noch gar nicht geplant. So. Und dann sagt Say, was mache ich denn da? Die Aura in dem Raum muss mich ganz wirr machen. Außerdem rede ich die ganze Zeit mit mir selbst. Und dann habe ich jedem Teammate, den es gibt mit Say, eine Line gegeben, falls es irgendwie möglich ist. Ich habe aus dem Herimots gelernt. Na gut, Herimots hat hier keinen Satz, aber Herimots ist zu dem Zeitpunkt auch schon lange raus. Blair sagt, also ich finde deine Selbstgespräche ganz unterhaltsam. Günther sagt, Say, ab und an ist das in Ordnung. Sam B sagt, wenn ich Raps write, yo, speak ich auch to myself und listen to my heart. Und Kiir sagt, keine Sorge, ich verstehe dich, mein Junge. Und Necrona, und es ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass Necrona zu dem Zeitpunkt im Team sein wird. Necrona sagt, ich lass dich einfach machen, Say. Denn man kriegt durch die Quest das Geisterlaken, was man braucht, um eine Wrumpf-Quest abzuschließen. Und wenn ich jetzt wirklich so mache, dass man mit einem Wrumpf-Item erst Necrona ins Team bekommt, dann seht ihr schon, widerspricht sich, dass das Necrona hier im Team ist. Er hat trotzdem eine Line hier vorsichtshalber. So, und dann sagt Say, ich nehme die Tasse mit, bevor es noch schlimmer wird. Gehen wir noch kurz die Anspielungen durch, die hier sind. Einmal grüner Tee, ja. Nicht ganz den Marke Onkel Iroh verkauft, aber ich bin auch kein Connoisseur, einfach nur so. Laut Etikett ist es Red Temptation. Ein Franzose mit aufgemaltem Schnauzer ziert die Flasche. Das ist auch eine Anspielung an den Werbespot, den wir gemacht haben in Englisch. Da habe ich mir einen Schnauzer aufgemalt und Französisch geredet. tatsächlich. Hier bei eine Tasse mit einer traurigen Katze drauf und einem Sigma-Zeichen auf der Unterseite. Sigma eben, weil der Zero Escape 2 Protagonist Sigma heißt. Tasse Milch ist, wenn man halt die Tasse mit Milch füllt. Katzen mögen Milch. Warum ist die Katze auf der Tasse immer noch traurig? Das ist eine Anspielung darauf, dass man sozusagen aus der Milch Kakao machen muss, damit man eben, ne, vorankommt. Tasse Kakao, bilde ich mir das ein, nur ist die Katze auf der Tasse etwas glücklicher. Und das ist dann eben eine Anspielung darauf, oder das ist ein Hinweis dazu, dass das das richtige Item jetzt ist. Axt, nicht das üblichste aller Küchenutensilien, aber ich habe schon vieles erlebt. Gibt es auch eine Shining-Anspielung übrigens mit dem hier ist Say, beziehungsweise hier ist Johnny als Original, wenn man die Axt nimmt, aber ja, habt ihr jetzt gehört, ist eine Shining-Anspielung, wenn man die Axt nimmt, so. So, Messer, genau, eigentlich nicht zum Küchengebrauch, so nichts Besonderes. Knoblauch, vielleicht kann Graf Zahn mir sagen, wie viele Zehen das insgesamt sind. Das ist eben der Joke, weil Say ja noch sagt, wäre Herimots hier, würde ein schlechter Vampirwitz kommen. Und hier in der in der Inventarbeschreibung ist es dann ja eine Anspielung auf Graf Zahl, der ja eben ein Vampir ist. Ne? Und das ist der Joke dahinter. Knoblauchzieher, es ist eine 3 draufgeschrieben, da. Kohlköpfe, auch assoziiert mit einem Serienmörder in einer japanischen Kleinstadt. Das ist eine Anspielung auf Persona 4 Golden, weil da irgendwie Adachi, also der Spoiler, der Antagonist von Persona 4, wird da irgendwie immer mit Kohlköpfen in Verbindung gebracht und zugemimt. Das ist eine Anspielung darauf. Kartoffeln, nichts weiter Besonderes. Ja, alles nichts weiter Besonderes. Gut, ja, dann geht man halt zum Mantis Hunter, gibt die Quest ab. Und dann merkt man halt, ich wollte dann nochmal irgendwie mal ein bisschen kurz durchatmen, aber ich wollte dem Mantis Hunter nicht insgesamt nur 4 Quests geben, sondern halt 5, sodass man halt nach jeder Arena-Runde sozusagen eine Quest bekommt. Also habe ich ihm eine, ja, Billo-Quest gegeben, so nach dem Motto, die auch ein bisschen so eine Troll-Quest ist, weil er sagt halt, okay, hier, der Penumbra-Ninko hat einen Auftrag für dich. Dann geht man zum Penumbra-Ninko und erwartet vielleicht, dass jetzt langsam der Herr Numbra-Bossfight kommt, wenn man das Original Fate of Say gespielt hat, weil Herr Numbra ja auch ein bisschen was mit dem Penumbra-Ninko zu tun hat. Der sagt dann, yo, im Regenheim gibt's einen Laden von Psycho Mantis, ich warte auf meine Leuchtstäbchen. Und man soll immer Druck machen.
dann geht man halt zu Psycho Mantis und erwartet vielleicht, okay, gut, dann kommt der Numbra Bossfight nicht, dafür vielleicht ein Psycho Mantis Bossfight. Dann geht man zu Psycho Mantis, wo dann Say auch direkt sagt, yo, wie machen wir es jetzt? Machen wir einen Bossfight und ich luchse die Leuchtstäbchen ab. Dann kommt dieses, diese Anspielung auf den Psycho Mantis Bossfight in Metal Gear Solid 1, wo dann nämlich der Bildschirm schwarz wird und oben in der Ecke steht Hideo, was der Vorname ist von Hideo Kojima, also dem Entwickler von Metal Gear Solid 1, also der Game Director besser gesagt. Und deswegen steht hier oben in der Ecke ein Wally, sodass man dann auch erwarten könnte, okay, jetzt kommt wirklich der Bossfight, aber dann geht das wieder weg und Mantis gibt dir einfach die Leuchtstäbchen. So. Dann geht man zurück zu Penumbra Ninko und um den Troll, diesen Troll richtig abzurunden, nimmt Penumbra Ninko das an und sagt dann danke. Dann wartet man 50 Frames und dann fragt Say, und? Was gibt's jetzt dafür? Und Penumbra Ninko sagt, yo, ist schon ernüchternd, ich überlege mir noch was. Und ich habe mir dann gedacht, auf diese Troll-Quest sollte eine gute Quest folgen. Und das bedeutet, wenn man die nämlich gemacht hat und in der True-Ending-Route ist, also in der C-Route, nachdem man aus Mephistos Dungeon wieder raus ist, gibt der Penumbra Ninko einem dann eben hier die Hernumbra-Quest. Um in die C-Route zu kommen, muss man ja sowieso aufgrund des Geisterlakens den Escape Room machen. Das bedeutet, die kleine Quest nochmal im Anschluss zu machen, um sozusagen Hernumbra freizuschalten, ist dann nicht schwer, ist kein weiter Schritt. Und da dachte ich, kann man das halt so machen. Aber ich brauchte auch mal kurz wirklich, ich will zwar bei meinen Quests immer einen gewissen Anspruch haben, aber ich dachte, irgendwie so eine kleine Billo-Troll-Quest kann man an der Stelle mal reinhauen, bevor die wirklich letzte Quest des Mantis Hunter kommt, wo man nochmal ihm selber einen Gefallen tun muss, weil er dann nämlich umzieht. Er zieht dann zurück nach Kaltental, das ist die Stadt aus Mensexus Wonderland Akt 1. Das ist ein anderes Maker-Game, was ich im VX Ace gemacht habe. Und dahin will der Mantis Hunter zurückziehen. Und dann steht hier sogar als Notiz letzter cooler Auftrag. Und man soll da auch den originalen Typen, der sich Nyala Totem ausgibt, den soll man halt sozusagen da auch finden. Sozusagen auch nochmal als Anspielung an den Priester, den man ja auch tot findet, nachdem man ihn bekämpft hat. Und merkt, okay, das ist gar nicht der richtige Priester. Jo, genau. Und dann wird der Mantis Hunter durch. Die letzte Quest, da muss ich mir noch was richtig Cooles ausdenken, da will ich, dass das nochmal ein richtiger Banger wird. Aber ja, ich habe wie gesagt allgemein gerade große Probleme mit Kreativität in diesem Spiel. Es laugt auch ein bisschen aus und ich muss auch sagen, den Mantis Bossfight wollte ich auch in dem Sinne jetzt auch gar nicht mehr drin haben. Erstmal, weil das Game so viele Bossfights hat. Und der Mantis Bossfight wird dann übrigens in Lamia Village, wo man halt das Isaac-Kapitel hat, da wird Psycho Mantis der optionale Boss. Tatsächlich, wenn man da ein paar Quests erledigt hat. Und Hernumbra wird eben erst in der C-Route der optionale Boss. Das wollte ich erst da und nicht bevor man in den Mephisto-Dungeon geht, damit man sich, weil für Hernumbra sollte man schon Max-Level sein. Also man sollte wirklich alle Charaktere ausgelevelt haben, weil das ein richtig schwerer Bossfight sein soll. Und ich wollte nicht, dass man sich jetzt vor dem Mephisto-Dungeon richtig aufs Maximum leveln muss. Das wollte ich halt nicht. Also ich will halt nicht, dass das irgendjemand macht. Wahrscheinlich wird es doch passieren, aber ich will es auch damit so ein bisschen verhindern, dass Hernumbra eben da noch nicht kommt. Und dann halt auch so eine große Nummer wie Hernumbra, der auch so ein bisschen der Bossfight ist, auf den ich mich selber auch nochmal sehr freue und auf den sich zum Beispiel der Cooler auch sehr freut, denke ich. Der soll dann auch nochmal so eine coole Überraschung in der C-Route sein. Genau. Ja, allgemein, wie gesagt, es laugt aus, so viele Bossfights. Deswegen bin ich auch froh über diese Aufteilung in den Routen. Das ist dann dementsprechend zwar, an sich muss ich genauso viele Bossfights machen, aber man hat in einem Run nicht ganz so viele Bossfights und das ist mir wichtig. So, man hat dann pro Route halt am Ende nochmal, weiß nicht, 2 bis maximal 3 Bossfights und dann war's das so. Man hat nicht dann, weiß ich nicht, nochmal 6. denn das wäre ganz schön übertrieben, besonders nach dem Arena-Stadt-Arc und so stolz ich auch auf den neuen Arena-Stadt-Arc bin, so auslaugend war er auch, es war wirklich, wirklich schwer. Auch, ich werde auch immer, dass jeder Boss was Einzigartiges ist irgendwie. Und mittlerweile wird es echt schwierig. Na gut, das ist mein Fortschritt bisher. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.